Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Review von meinem Blog chrononautics.com. Heute soll es um die Thomas Earnshaw Presisto Grand Legacy mit der Referenznummer ES8810 gehen. Ja, ein brandneues Modell, was ich euch jetzt einfach gerne vorstellen möchte. Thomas Earnshaw gehörte zur Dartmouth-Gruppe, darunter zum Beispiel auch Marken wie Spinnaker, Aviate und die Marken haben einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob das die Thomas Earnshaw hat, das wollen wir uns jetzt angucken. Auf den ersten Blick natürlich augenscheinlich hier das skelettierte Ziffernblatt. Und man muss dazu sagen, zumindest unter Uhrenfreaks haben diese skelettierten Ziffernblätter keinen allzu guten Ruf und kein allzu gutes Image. Das liegt einfach daran, dass es viele asiatische Marken gibt, die irgendwie auch Historie vorgaukeln und da wirklich billige Qualität liefern. Und die setzen auch auf dieses Design-Element ein. Das ist mal grundsätzlich qualitativ. Wie gesagt, Dartmouth-Gruppe bin ich grundsätzlich erstmal positiv eingestellt. Und wir haben ja auch tatsächlich kein billiges China-Werk oder so. Wir haben ja ein grundsolides Seiko NH70 Automatikwerk, was mit minus 3 Sekunden pro Tag läuft. Das ist ein ordentlicher Wert, den habe ich gemessen mit dem Frederic Constant Analytics Clip. Ich zeige den einfach mal kurz hier. Das ist einfach so ein Clip, der ein Mikrofon verbaut hat, den man hier einfach an die Uhr klippt und dann wiederum hier den Clip verbindet mit dem Handy oder mit einer App, die Ganggenauigkeit auslesen kann. Ich gehe allerdings davon aus, dass in der Preisklasse hier man durchaus auch mal eine Uhr erwischen kann mit nicht ganz so gutem Gangverhalten. Da muss man eventuell einfach die Uhr dann wieder retournieren, wenn einem das, wenn das einfach zu schlecht erscheint. So, den ansonsten, ja, es ist eine sehr extrovertierte Uhr. Ja, liegt auch zum einen an der Gravur hier am Rand. Hätte ich mir ehrlich gesagt, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Jetzt hätte man ruhig weglassen können. Was hier auf dem Ziffernblatt, was mich auch nicht so wirklich vom Hocker reißt, man sieht es hier leicht, so eine kleine Aussparung noch. Ja? Grundsätzlich ist es ja mal hier rund ausgeschnitten, aber hier bei der Unruhe ist nochmal so eine Aussparung, die da hier so leicht zum Rand geht. Das sieht einfach irgendwie seltsam aus. Ich finde, das hätte man besser lösen können, das hätte einfach rundum gehen können oder man hätte allgemein den Kreis vielleicht ein bisschen weitergezogen. So sieht das auf jeden Fall irgendwie seltsam aus. Ja, das hätte man sich echt besser überlegen können hier. Ansonsten, Detailverarbeitung ist gut. Man sieht auf den Makroaufnahmen, sieht man zwar so ein paar ja, qualitative Schwächen durchaus, wenn man wirklich sehr nah ranzoomt. Zum Beispiel bei den gebläuten Zeigern hier, die sind am Rand so ganz bisschen blasser. Auch bei den Ziffern teilweise so ein bisschen ausgefranst. Das findet man natürlich bei sehr hochpreisigen Uhren, passiert das natürlich nicht. Man muss aber sagen, man sieht es wirklich nur bei starker Zoomstufe mit Makroobjektiv. Von daher durchaus verzeihbar. Ansonsten auch ein paar nette Details, wie zum Beispiel hier auch das Doppel-E beim Sekundenzeiger für Thomas Earnshaw, das Earnshaw-E, was man auch hier auf der Schließe findet, auf der Krone und natürlich hier auch der Rotor, ja, der auch schön gelöst ist. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja. Das Lederband war am Anfang ein bisschen hart, hat sich ein paar Stunden Tragezeit gegeben, trägt sich ganz gut. Ich muss dazu sagen, dass hier ist eine Krokolederprägung, das ist kein echtes Krokoleder. Finde ich gut, denn ich finde, Krokoleder stehe ich sehr kritisch gegenüber. Das ist tierschutzrechtlich sehr bedenklich. Dazu findet ihr auch einen Artikel auf meinem Blog. Solltet ihr auf jeden Fall die Finger von lassen. Wenn ihr diese Optik haben wollt, dann schafft euch ein einfaches Lederband an mit dieser Prägung. Sieht eigentlich genauso aus und ihr habt da nicht irgendwelche tierschutzrechtlich hochbedenklichen Bänder am Arm. Ja. Zur Größe 42 mm, 13,5 mm Bauhöhe.
Somit für das durchschnittliche Männerhandgelenk ziemlich gut tragbar. Das Horn-zu-Horn-Maß, also das Maß hier von dem einen Horn zum anderen Horn, beträgt 51 mm. Auch ein ganz guter Wert für das durchschnittliche Männerhandgelenk. Da solltet ihr einfach darauf achten, bezüglich der Uhrengröße, dass die Hörner nicht über das Handgelenk überstehen. Das sieht einfach irgendwie seltsam aus. Ja? Also messt nochmal euren Handgelenksdurchmesser aus, beziehungsweise den Umfang. Ich habe hier um die 18,5 cm und damit trägt sich die Uhr schon ziemlich gut, ziemlich optimal. Ja, ein weiterer Kritikpunkt auch an dem Modell. Wir haben hier tatsächlich nur Mineralglas verbaut, was gegenüber Saphirglas deutlich kratzempfindlicher ist. Ist mir ein bisschen unverständlich, weil die Marken der Datumsgruppe, die gehen eigentlich eher Richtung höherer Qualität, also auch zum Beispiel Saphirglas und trotzdem guten Preisen. Deswegen ist es mir schon unverständlich, warum hier nur Mineralglas verbaut ist. Das Positive am Glas ist allerdings, es ist wirklich schön entspiegelt. Ja, es ist offenbar beidseitig entspiegelt auch. Hier wurde so eine bläuliche Entspiegelungsschicht aufgedampft und ich finde, das sieht einfach immer ziemlich cool aus und lässt die Uhr noch ein bisschen höherwertiger wirken und sowieso in Verbindung mit dem skelettierten Zifferblatt ergibt es natürlich absolut Sinn, hier auch das Glas so schön zu entspiegeln. Also das ist wirklich gut gelöst, sieht schon schnieke aus, ja. So, dann sind wir auch schon am Ende. Vier Varianten von dieser Uhr gibt es, unter anderem auch mit schwarzem Ziffernblatt und Goldelementen. Die hier finde ich noch am neutralsten. In der Summe zum Preis-Leistungs-Verhältnis noch. Es gibt ja einfach ein paar Minuspunkte, die das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so im tollen Licht erscheinen lassen. 430 Pfund ruft Thomas Oranscher auf für das Modell. Das sind 480 € umgerechnet. Das ist natürlich wirklich ein echtes Pfund. Da kriegt man schon ja, eigentlich schon zwei Spinnaker-Uhren für, mindestens mit Saphirglas und ebenfalls mit grundsolidem Seiko-Werk und auch wirklich guter Qualität. Da wirkt natürlich die Earnshaw-Uhr, auch wenn sie natürlich vom Stil her anders ist, schon recht teuer. Allerdings, die Datmiss-Gruppe ist immer recht freigebig mit Gutscheincodes. Auch hier bei Thomas Earnshaw gibt es einen 30% Gutscheincode. Mir wurde da auch einer freigeschaltet, heißt einfach Chrono 30, damit spart ihr 30%, dann landet man im Endeffekt bei 330 €. Das ist allerdings immer noch nicht so der Oberschnapper. Ja, also es ist immer noch nicht wirklich super günstig, lässt den Preis, ja, der Preis ist dann schon besser, aber ja, es geht schon noch besser. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, wenn einem die Uhr gefällt, kann man die schon kaufen, man macht nichts falsch, aber im Endeffekt muss man schon sagen, bei anderen Modellen gibt es einfach besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kann die Datmus-Gruppe eigentlich besser. Das können teilweise auch andere Hersteller besser. Von daher wirklich nur, wenn einem die Uhr sehr, sehr gefällt, kauft sie ruhig. Aber ansonsten auch einfach mal über den Tellerrand blicken und schauen, was die Wettbewerber so im Portfolio haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, war mein erstes Video-Review. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und eventuell meinen YouTube-Kanal abonniert oder auch meinen Blog, zum Beispiel per E-Mail oder Facebook Messenger. Infos findet ihr dazu im Blog. Schaut gerne mal wieder rein. In dem Sinne, danke und auf Wiedersehen.